Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wer diese beiden Ohren hier sieht und vielleicht diesen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, das bedeutet, es gibt was auf bzw. in die Ohren. Wir haben neue Bluetooth-In-Ear-Kopfhörer da zum Test. Und diesmal von einer Marke, die wir bisher noch nicht hatten, und das ist Nothing. Und die Nothing Ear 2, das ist der Kandidat für dieses kleine, kurze, kompakte Video. Ja, Nothing ist ja ein Hersteller, der tatsächlich auf Transparenz setzt. Das heißt, hier zwar ein weißer Silikonaufsatz und leicht weiß auch eingefärbt der Ohrhörer, aber ansonsten Transparenz. Gibt ja auch ein Smartphone von Nothing. Es gibt Nothing Ear 1 sozusagen, den Vorgänger von dem hier. Aber vom Grundsatz her, vom Design her eher so transparent gehalten. Ja, wir haben jetzt wie gesagt die Variante 2 hier, sprich die nächste Generation. Und da wollen wir mal schauen, wie sich das Ganze denn verhält, ob das was taugt, vor allen Dingen auch für den Preis, der da aufgerufen wird. Hier auf der Rückseite wird sogar auch angegeben, wie groß die Akkukapazität ist. 485 mAh fürs Gehäuse und 33 mAh für den eigentlichen Ohrhörer. Das ist tatsächlich eher außergewöhnlich, dass das auf der Verpackung mit draufsteht, aber durchaus eine interessante Information. Wir haben hier bei uns die weiße Variante, sprich alle Teile, die nicht in transparent gehalten sind, sind im Wesentlichen in weiß gehalten. Das zeige ich euch aber dann gleich, wenn wir das Unboxing machen, nochmal im Detail. Und wir haben auch Hi-Res Audio mit an Bord, auch dazu dann später im Bereich Sound noch ein bisschen mehr in dem entsprechenden Kapitel. Dann würde ich sagen, wir packen einmal aus und dazu haben wir hier an der Seite diese kleine rote Lasche, die dann die Verpackung hoffentlich öffnet. Und dann gucken wir einmal hier, genau, da können wir das Ganze einmal rumreißen, vermutlich einmal komplett, danach sieht es zumindest aus. Ist natürlich ein bisschen schade, weil dadurch die Verpackung für diejenigen, die gerne Verpackungen aufheben, etwas zerstört wird. Aber gut, das ist wie es ist. Hier bleibt ein kleines schwarzes Kästchen übrig. Drehen wir es mal rum. Hier haben wir also schon mal den QR-Code für die Nothing X App, die uns dann nachher dazu befähigt, diverse Einstellungen vorzunehmen. Die könnt ihr hier einfach abscannen und dann in eurem jeweiligen Play Store oder wo auch immer, in was für einem Store, App Store, herunterladen. Übrigens die App, richtig gut, zeige ich euch aber später nochmal, will ich gar nicht zu viel vorneweg schon nehmen. Und dann haben wir hier die eigentlichen Ohrhörer. Na, hängt ein bisschen fest. So, jetzt haben wir sie aber raus. Gucken wir hier nochmal rein, ob da noch was drin ist. So, jetzt habt ihr natürlich gesehen, dass da noch was drin ist. Ich habe es übersehen, da kommen wir dann gleich noch zu. So, da haben wir hier aber dann auch schon tatsächlich das Gehäuse mit den Ohrhörern komplett transparent gehalten. Ich sag mal, ist Geschmackssache, ob einem das gefällt oder nicht. Wenn man jetzt weiß, wie es aussieht, dann denke ich, passt es schon. Ansonsten haben wir hier noch ein bisschen was an Informationsmaterial. Was haben wir hier? Einmal den User Guide. Okay, ich hoffe, den brauchen wir heute nicht zu sehr. Ist auch sehr dünn gehalten, also insofern so viele Dinge gibt es offensichtlich nicht einzustellen bzw. zu wissen. Und wir haben hier noch einmal Garantie und so sonstige Informationen, auch das vielleicht jetzt weniger relevant. Aber dann haben wir hier einmal die Ohrhörer und die schauen wir uns jetzt gleich nochmal im Detail an. Vorher muss ich aber natürlich noch korrigieren, was ihr gerade schon gesehen habt, ich aber übersehen habe, denn wir haben hier in der Verpackung tatsächlich noch zwei kleine Boxen mit drin. Man hätte drauf kommen können, denn was fehlte, ist tatsächlich ein Ladekabel und es fehlte auch die zusätzlichen Aufsätze für die Ohrhörer in S und in L. M ist direkt ab Werk verbaut und ansonsten haben wir hier noch zwei weitere Silikonaufsatzpaare, die den Ohrhörer dann individuell an eure Ohren anpassen. Und da, ich werde diesen Tipp heute noch mehrfach wiederholen, nutzt das. Wenn die nicht sauber sitzen, probiert unbedingt eine andere Größe aus, weil das hilft wirklich beim Klang und auch beim Halt. Das solltet ihr definitiv nicht aus dem Auge verlieren. Und dann noch ein klassisches USB-C-Ladekabel, welches dann natürlich dazu dient, hier diese USB-C-Ladebuchse entsprechend mit Strom zu versorgen, damit das Gehäuse auch Akkuladung bekommt. Jetzt aber noch endgültig zum Gehäuse und wir gucken uns das Ganze jetzt einmal im Detail an. Also zunächst mal transparent gehalten, ich habe es gerade schon gesagt, hier auf der Rückseite so ein etwas weißen Einlass, sage ich jetzt einfach mal. Noch ein paar Informationen, die hier auf die Rückseite aufgedruckt sind, nichts, was jetzt für uns noch sonderlich relevant wäre. Auf der Seite einmal die USB-C-Ladebuchse, um das Ganze dann mit Strom zu versorgen und auch den Button, um das Ganze zu verbinden. Wenn ihr dann gegebenenfalls den Ohrhörer mal mit einem neuen Smartphone oder ähnlichem koppeln wollt, dann
dann nutzt diesen Button. Hier unten rechts seht ihr dann die Ladezustandsanzeige, die in unserem Fall hier bedeutet, wir haben noch Akkukapazität, ansonsten würde die auf Rot wechseln. Und wir haben dann hier die einzelnen Ohrhörer, die, wie ihr hier vielleicht sehen könnt, mit so einem weißen Punkt gekennzeichnet sind. Damit ihr immer wisst, wo gehört derjenige denn auch rein. Ich meine, das ergibt sich zwar auch ein bisschen von selbst, aber so kann man wirklich nicht durcheinander kommen, denn hier ist der rote Punkt für den roten Ohrhörer und der weiße Punkt für den weißen. Das Ganze schnappt auch per magnetischem Verschluss, wie auch immer man das nennt, schnappt das Ganze auf jeden Fall ein, finde ich immer persönlich ganz gut, weil dann ist auch sichergestellt, dass die ganzen Kontakte auch miteinander verbunden sind. Ja, ansonsten transparentes Design, wem das gefällt, ist auf jeden Fall, finde ich, ganz stylisch. Ansonsten der obere Bereich in weiß gehalten, sehr, sehr leicht, 4,5 Gramm nur, merkt ihr im Ohr tatsächlich kaum. Und ansonsten seht ihr hier die einzelnen Komponenten, die innen verbaut sind und dann oben den weißen Bereich, der dann sozusagen euren Ohrenbereich darstellt. Ja, verbaut ist auf jeden Fall jede Menge Technik, da kommen wir später noch zu. Ihr habt hier zum Beispiel die Bedienoberfläche, die ihr hier vorne habt und auch auf der Rückseite, da könnt ihr quasi drücken, müsst ihr mit beiden Fingern dann entsprechend draufdrücken, zeige ich später nochmal. Das ist ein bisschen besser als bei anderen Touch-Oberflächen und auch hier oben die Abrundungen und so weiter und so fort. Das ist von der Verarbeitung her auf jeden Fall gut gemacht und hat keine scharfen Kanten oder ähnliches, sondern sitzt wirklich sauber und satt im Ohr. Aber dazu kommen wir ja gleich noch, wie denn der Ohrhörer sich im Ohr so verhält. Ja, und damit sind wir auch schon im nächsten Kapitel und ich kann mich nur noch mal wiederholen, denkt bitte dran, wenn die Nothing Ear 2 nicht sauber im Ohr sitzen, probiert unbedingt die alternativen Silikonaufsätze aus. Das sorgt, wie gesagt, für besseren Klang, für satteren Klang und sorgt natürlich auch für besseren Halt. Gut, jetzt nehmen wir mal einen Beispiel-Ohrhörer, in dem Fall hier den linken, und gucken mal, wie das Ganze sich im Ohr verhält. Zunächst mal wichtig zu wissen, dieser obere Bereich kommt natürlich in den hinteren Bereich eures Ohrs, logischerweise. Und der Silikonaufsatz in den Gehörgang. Und dann könnt ihr das Ganze hier so eindrehen. Und das ist vielleicht auch schon der erste Tipp. Denkt dran, wie bei vielen Ohrhörern ist es so, dass man die eindrehen muss. Ne? Vorne der Bereich sitzt dann relativ satt, sowieso schon in eurem Gehörgang. Der hintere Bereich, und das ist hier dieser, da solltet ihr immer drauf achten, dreht den Ohrhörer so ein bisschen ein. Drückt den nicht bei euch ins Ohr, sondern dreht den so ein bisschen ein. Das ist A, im Zweifel weniger schmerzhaft, je nachdem, wie groß euer Ohr ist. Und B, sorgt es auch für den perfekten Halt. Das seht ihr hier, die halten wirklich richtig fest. Ich habe Sport damit gemacht, bin durch die Gegend gelaufen. Der Halt ist wirklich richtig, richtig gut. Insbesondere, weil auch natürlich der untere Teil kaum Gewicht hat. Dieser kleine Nippel, der Tipp oder wie auch immer man den nennt, der hat wirklich kein Gewicht und dadurch reicht der obere Bereich, der auch relativ dick ausgearbeitet ist, um für Halt im Ohr zu sorgen und das auch bei anstrengenderen oder bei springenden, wie auch immer, Bewegungen. Also keine Probleme gehabt, wobei ich fairerweise sagen muss, meine Ohren scheinen auch irgendwie so das Normohr zu sein, aber ich glaube auch mit den Aufsätzen sollte das für fast jedes Ohr eigentlich passend sein, dass es da keine Probleme gibt. Und damit sind wir auch angelangt bei Akku und Akkulaufzeit der Nothing Ear 2. Also, zunächst mal, was gibt's zu wissen? Die Ohrhörer selber haben einen Akku und natürlich das Gehäuse hat einen Akku. Das heißt, ihr könnt die Ohrhörer reinlegen und die Ohrhörer laden, auch ohne, dass ihr es angeschlossen habt, grundsätzlich erstmal wieder auf. Wenn denn dann keine Akkukapazität auch im Gehäuse mehr vorhanden ist, dann könnt ihr natürlich hier per USB-C nachladen oder auch das Ganze drahtlos laden. Für mir persönlich favorisierte Variante, einfach drahtlos laden. Ohne Probleme funktioniert, ist überhaupt kein Thema. Aufladen bedeutet auch gleichzeitig, dass ihr in 10 Minuten ungefähr 7 bis 8 Stunden Kapazität wieder aufgeladen bekommt. Das ist ein ganz guter Wert für schnelles Aufladen, um zwischendurch mal schnell wieder Kapazität zu bekommen. Richtig gut. Das Gehäuse hat 485 mAh und sorgt dafür, dass ihr insgesamt auf etwas über 30 Stunden Laufzeit kommt. Der Hersteller sagt, glaube ich, 36, also nochmal deutlich mehr. Da bin ich in meinen Tests nicht ganz hingekommen, aber es hängt auch immer ein bisschen von der Lautstärke ab. Grundsätzlich dazu nochmal gesagt, die Ohrhörer selber 33 mAh haben wir vorhin schon auf der Verpackung gesehen und ohne ANC bedeutet das ungefähr 5 Stunden, 15 bis 5 Stunden 30 Laufzeit, ohne dass ihr sie wieder ins Gehäuse tun müsst. Das ist für mich persönlich ausreichend. Wenn ihr aber Akkumonster sucht, dann seid ihr hier sicherlich nicht an der richtigen Adresse. Da gibt es für den gleichen Preis Ohrhörer, die deutlich mehr Akkukapazität bieten. Was sind heutzutage Ohrhörer, die in einer gewissen Preisklasse und so auch in der Preisklasse der Nothing Ear 2 sind, die keine eigene App mitbringen? Ja, sie sind schwierig einzuschätzen, denn ihr habt viele Funktionen, die sich mittlerweile auch über die Software steuern lassen und davon macht Nothing durchaus auch Gebrauch. Also, ihr seht hier die Nothing X App, das ist die App, mit der ihr das Ganze verwalten könnt. Ihr seht hier unten die Akkuzustände. Sorry, jetzt bin ich einmal hier unten drauf gekommen. Das ist, denke ich, klar und wenig überraschend für die beide Kopfhörer einzeln oder Ohrhörer einzeln und auch fürs Gehäuse. Ihr habt einen Equalizer, wo
ihr individuell verschiedene Konfigurationen vornehmen könnt. Ihr könnt das Ganze auch auf angepasst drehen, also sprich ganz individuell an eure persönlichen Wünsche anpassen, um dann da den bestmöglichen Sound rauszuholen. Was aber noch eine richtig gute Funktion ist aus meiner persönlichen Sicht, ist das persönliche Klangprofil. Das heißt, da könnt ihr automatisiert sozusagen ein Profil erstellen lassen. Probiert das einfach mal aus. Es funktioniert aus meiner Sicht nicht immer perfekt, aber es bietet auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Grundlage, auf der man dann weiterarbeiten kann. Ja, was haben wir sonst? Die Bedienoberfläche, ich habe es euch ja vorhin schon gesagt, wenn ihr hier die beiden Berührungsflächen sozusagen nutzt, einmal hier vorne und einmal auf der Rückseite und dann das Ganze gedrückt, dann könnt ihr quasi verschiedene Aktivitäten auslösen und zwar zweimal drücken, dreimal drücken, gedrückt halten, einmal drücken, all diese verschiedenen Funktionen gibt's und in Teilen könnt ihr die auch individuell belegen. So könnt ihr hier zum Beispiel zweimal drücken und halten belegen und so weiter und so fort. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut, dass man da konfigurieren kann, was man machen will. Gibt es bei vielen Ohrhörern, die mit App daherkommen, aber individuell eingestellt, nicht unbedingt bei allen. So, dann haben wir noch ein Thema ANC. Ja, ANC ist immer so eine Sache, ihr könnt das hier zwar konfigurieren, auch verschiedene Zustände einstellen, ihr könnt auch eine persönliche Geräuschunterdrückung starten, das seht ihr hier unten, das würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr das Ganze nutzen wollt. Insgesamt muss man aber sagen, ANC, und das, da bin ich bei meinen Ohrhörern ja immer einer derjenigen, der sagt, das lohnt sich eigentlich bei nicht richtig eng abgedichteten Ohrhörern nicht und so auch hier bei den Nothing Ear 2. Aus meiner Sicht ist das zwar okay, was da geboten wird, gerade in der Bahn, aber mehr auch nicht und es schlägt halt sehr auf den Akku, deswegen überlegt euch gut, ob ihr das letzten Endes nutzen wollt. Gut, bei den sonstigen Einstellungen haben wir noch eine Trageerkennung, natürlich ganz hilfreich, wenn ihr die Ohrhörer aus dem Ohr rausnehmt, dann pausiert eure Musik, das auf jeden Fall hilfreich. Personalisierte Geräuschunterdrückung, haben wir gerade schon drüber gesprochen. Wir haben einen Niedriglatenzmodus, wenn ihr Spiele spielt oder ähnliches. Hochwertige Audioqualität, das ist natürlich immer davon abhängig, ob euer Smartphone das auch unterstützt. Gegebenenfalls checkt das mal aus, ob das funktioniert. Gegebenenfalls hilft es dann auch natürlich nochmal, zusätzlich den Sound zu steigern. Persönliches Klangprofil haben wir auch vorhin schon gesehen. Doppelte Verbindung bedeutet, ihr könnt die Kopfhörer mit mehreren Smartphones koppeln. Auch das natürlich gut als Multipoint. Passformtest der Ohrhörer, auch das nochmal. Checkt aus, SML sind dabei. Prüft, guckt, ob das das Richtige für euer Ohr ist. Da gibt es ja auch noch einen separaten Test, wenn ihr das nicht selber eh schon am Ohr merkt. Und das Letzte ist natürlich Ohrhörer finden. Da kommt dann ein entsprechendes Geräusch, welches euch dann die Ohrhörer, wenn ihr sie verlegt habt oder ähnliches, auch finden lässt. Das ist dann der finale Teil. Dann unten noch die Firmware-Aktualisierung und damit sind wir auch schon durch. Die App aus meiner Sicht, eins der Highlights der Kopfhörer, so wollte ich sagen, passt auf jeden Fall viele Einstellmöglichkeiten. Eins der vielleicht wichtigsten Kriterien für In-Ear-Kopfhörer oder Kopfhörer im Allgemeinen ist natürlich der Sound. Und wer diesen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, ich nutze 6 Lieder dazu, höre die alle einmal durch und verschafft mir so einen Eindruck, der vielleicht ein bisschen objektiv, im größten Teil aber natürlich subjektiv ist, denn Sound ist aus meiner Sicht immer subjektiv. So, das Erste, was ich nur noch mal sagen will, ihr habt es vorhin schon gesagt, setzt die richtigen Silikonaufsätze auf. Das sorgt insbesondere beim Bass natürlich für eine Abdichtung und auch entsprechend für noch mal sehr viel drückenderen Bass und deutlich bessere Bass-Performance. Bass-Performance, apropos, die ist richtig, richtig gut. Also wer Kopfhörer mit Basslastigkeit haben möchte, der ist hier sicherlich richtig. Das geht ein bisschen zu Lasten der Mitten. Da gibt es so ein paar Schwächen. Insgesamt ist der Sound der Nothing Ear 2 aber auf jeden Fall aus meiner Sicht im oberen Bereich anzusiedeln, auch für die Preisklasse, also sprich so zwischen 120 bis 180 Euro ist das sicherlich einer der besten Sound oder besten Ohrhörer mit dem besten Sound, die ich bisher hier bei mir hatte. Das Gesamtpaket ist einfach rund und lässt sich durch den Equalizer auch noch individuell anpassen. Sound für mich definitiv eins der Highlights dieser Ohrhörer. Und damit sind wir auch bei meinem persönlichen Fazit zu den Nothing Ear 2 angelangt. Zunächst mal die Akkulaufzeit. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, die ist nicht überragend. Aus meiner persönlichen Sicht ausreichend, aber es ist letztlich Geschmackssache. Aufladen könnt ihr das Ganze einmal natürlich über USB-C oder drahtlos. Das auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Das Gehäuse insgesamt über 30 Stunden Laufzeit. Die Ohrhörer selber 5 Stunden 30, alles ohne ANC. ANC an sich auch kein Highlight dieser Ohrhörer, muss man ganz klar sagen. Wenn ihr doch ANC benutzt habt, schnelles Aufladen geht auch. In 10 Minuten habt ihr die Dinger für eine Runde wieder voll.
Ja, von einem objektiven Kriterium direkt zum subjektiven, und das ist die Optik. Mir persönlich gefällt dieses Transparente ganz gut. Es ist natürlich irgendwo ein bisschen Geschmackssache, aber eigentlich finde ich es ganz cool, dass man das transparent gehalten hat. Das Gehäuse hätte ich jetzt nicht unbedingt in transparent gebraucht, das hätte wegen mir auch einfarbig sein können. Aber gut, auch das ist natürlich Geschmackssache, da muss, glaube ich, jeder auch für sich selber entscheiden, ob es passt oder nicht. 4,5 Gramm pro Ohrhörer ist natürlich ultra leicht, ihr merkt die kaum im Ohr, und das ist natürlich auch sehr gut, insbesondere in Bezug auf die längere Tragbarkeit und auch in Bezug auf den Halt im Ohr. Funktioniert super. Zwei bzw. drei Paare Silikonaufsätze sind dabei, richtig, richtig gut. Das Gehäuse hätte ich persönlich mir ein bisschen kompakter gewünscht. Ich glaube, da wäre auch die Möglichkeit gewesen, das kompakter zu gestalten. Aber auch das ist natürlich, wenn ihr es nicht immer mitschleppt, durchaus ein Kriterium, was nach hinten wandern kann. Apropos mitnehmen, IP54 zertifiziert sind sie, sprich kleinere Wasser- und kleinere Staubaktivitäten halten sie aus. Grundsätzlich empfehle ich euch aber, packt sie bitte ins Gehäuse, wenn ihr sie längere Zeit nicht nutzt, denn das ist der deutlich bessere Schutz als diese Zertifizierung. Ja, vom Grundsatz her, telefonieren geht ganz gut, könnte besser sein, geht aber ganz gut, gerade wenn es stürmisch wird und so weiter und so fort, dann ist es natürlich eher schwierig, aber das gilt für viele von diesen In-Ear-Kopfhörern, die es so gibt auf dem Markt. Bedienung, relativ easy, ihr habt hier keine Touch-Oberflächen, sondern tatsächlich eine wirkliche Bedienoberfläche vorne und hinten. Das heißt, ihr könnt auch, die Fehlbedienungsquote ist geringer als bei den Touch-Oberflächen der Konkurrenz. Das muss man ganz klar sagen. Und ansonsten gilt noch zu sagen, dass die Bedienung über die App ja konfiguriert werden kann. Ich habe es ja vorhin schon mehrfach erwähnt. In der App gibt es eine ganze Reihe von Konfigurationsmöglichkeiten, die wirklich, wirklich gut sind und umfangreich sind. Nutzt vor allen Dingen auch hier am Smartphone dann gegebenenfalls die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten zu Sound, zu ANC, wenn ihr es denn nutzen möchtet, und auch zum Tragekomfort bzw. den Silikonaufsätzen. Das aus meiner Sicht nochmal wichtig zu sagen. Der Sound ist richtig, richtig gut, definitiv eine der Stärken. Gerade wenn ihr auch ein bisschen basslastiger unterwegs seid, dann ist das definitiv der richtige Ohrhörer für euch. Ja, was gibt es jetzt zum Abschluss zu sagen? Die Frage ist jetzt, ist es den Preis wert oder nicht? Sind es gute Kopfhörer oder nicht? Aus meiner Sicht gibt es für den Preis durchaus eine ganze Menge Konkurrenz. 150 Euro müsst ihr hinlegen. Da gibt es noch ganz viele andere Ohrhörer am Markt. Aber mir hat das Gesamtkonzept, insbesondere auch mit dem Sound, richtig gut gefallen. Wenn euch die Optik noch gefällt, dann wird es langsam runder. Und wenn ihr noch ein paar Software-Updates mitbekommt und vielleicht die Preise noch ein bisschen sinken, dann ist das Ding definitiv richtig, richtig rund, und es ist eine absolute Empfehlung aus meiner Sicht. Danke euch fürs Zusehen. Alexa, Kamera aus. Okay.